Ein herzliches Grüß Gott aus Pfaffenhofen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Heute der Saisonhöhepunkt auf der Hopfenmeile unserer dreijährigen Zuchtrennen im Rahmen unseres 25-jährigen Jubiläums. Heute am Start hier auf der Hopfenmeile der Derbysieger Unforgettable, Bayern-Pokalsieger Ulay Boko und Studen-Derbysiegerin Saint-Tropez. Außerdem 5 Late-Closer-Rennen und 3 Jackpots, ein tolles Programm. Los geht's jetzt mit einem Gästefahren. Meine Damen und Herren, parade zur ersten Tagesprüfung, Preis der Freunde der Hopfenmeile, ein Gästefahren. Allerdings alles versierte Traberleute im Umgang mit der Traberleine gewohnt. Sie können also beruhigt wetten auf diese Fahrer anlegen, meine Damen und Herren. Die Parade wird angeführt von der 5 Florenzo Ass mit Dr. Monika Bayer. Es folgt die 3 Holy Victory mit Peter Bruckner. Dahinter die 8 Evander Holyfield mit Dr. Uwe Heidbrink. Folgt die 2 Perez Kibitzhof mit Willi Zwingmann. Beachten Sie den Fahrerwechsel. Dahinter die 6 Double Blue mit Stefan Lohmeier. Es folgt die 9 Herculano mit Kurt Woger. Beachten Sie den Fahrerwechsel. Und die 1 Wilhelm Diamant mit Klaus Weimann. Meine Damen und Herren, bitte legen Sie Ihre Wetten frühzeitig an. Dann Gästefahren, alles keine unbeschriebenen Blätter hier. Allerdings haben wir den Dress von Herbert Strobel mindestens 3-mal. Das ist jetzt die 3 Holy Victory mit Peter Bruckner, der schon oft in Gästefahren gestartet ist. Die 3 Holy Victory zuletzt mit einem Formansatz in Straubing zahlt 173 für 10. Herzlichen Glückwunsch. Dann haben wir gegenüber die 5 Florenzo Ass mit Dr. Monika Bayer. Dieses Pferd halte ich sehr gut geeignet für ein Gästefahren. Ein flotter Beginner, zudem trabsicher. Dieses Pferd könnte durchaus 2-3 sein. Die 5 Florenzo Ass sogar mit einer kleinen Siegchance bei 37 für 10. Daneben die 8 Evander Holyfield mit dem Tierarzt Dr. Uwe Heidbrink aus Aschheim, der im Vorjahr in Gästefahren gewinnen konnte. Hier auf der Hopfenmeile die 8 bei 72 für 10. Ebenfalls mit einer Siegchance. Das Pferd vielleicht nicht ganz so einfach wie Florenzo Ass zu steuern. Dann haben wir die 9 Herculano, ursprünglich als Ersatzpferd vorgesehen mit Kurt Woger, einem Erdinger Zehbahnmann. Und Herculano hat hier ebenfalls Chancen, steht bei 210. Dann haben wir noch die 6 Double Blue mit Stefan Lohmeier, der Besitzer des Stalles Phoenix, selbst erstklassige Pferde im Stall, ebenfalls im Dress von Herbert Strobel. Double Blue ist ebenfalls für die engste Entscheidung gut genug, die 6 bei 47. Dahinter die 1 Wilhelm Diamant mit Klaus Weimann, noch ein Herbert Strobel-Dress. Die 1 allerdings hier vom Formenspiegel her drängt sich nicht direkt auf, die 1 bei 271. Gegenüber, das dürfte sein die 2 Willi Zwingmann mit Peretz Kibitzhof, der beim ersten Start nach Pause sich angenügte, ebenfalls nicht chancenlos, die 2 bei 118.
meine Damen und Herren. Letzter Blick auf die Quoten. Favorisiert ist im Moment die 7 Sakura Sasi mit Henning Schulz, ein sehr beständiges Pferd, das hier einen vollen Erfolg landen könnte, die 7 bei 26. Die 5 Lorenzo Ass ist ein flotter Beginner und zudem trabsicher. Dr. Monika Bayer hat mit ihm sicherlich ebenfalls eine Siegchance erzielt, 43 für 10. Die 6 Double Blue mit Stefan Lohmeier im Sulky, ein starkes Pferd, die 6 bei 49. Und die 8 Evander Holyfield startet in der Hand von Dr. Uwe Heidbrink, der ein Gästefahren bereits gewinnen konnte im Vorjahr. Da gibt es derzeit 49 für 10. Perez-Kibitzhof, die 2 zahlt jetzt 87, alle weiteren Teilnehmer mit dreistelligen Odds. Gleich geht's los, Start in wenigen Sekunden. Noch 30 Sekunden. Frei. Es gibt noch 150 Meter bis zum Start. Start zum ersten Rennen, alle Pferde sind glatt eingetreten, die Führung bei Perez Kibitzhof und Willi Zwingmann. An der Außenseite sieht man Holy Victory mit Peter Bruckner und aus dritter Spur wird Florenzo Ass zurückgenommen, greift aber bereits erneut an. Es geht erstmals vor die Zuschauer unter der Führung von Perez Kibitzhof. Dann Holy Victory und Florenzo Ass, dicht dabei Herculano, dahinter sieht man Wilhelm Diamant vor Evander Holyfield mit Dr. Uwe Halbring, dahinter Double Blue vor Sakura Sasi, 21:0 die erste Zwischenzeit. Im Pferdewetten.de-Bogen Florenzo Ass in der Todesspur, die Führung bei Perez Kibitzhof, dahinter gehen Holy Victory und Herculano mit 2 Längen Abstand folgt Wilhelm Diamant, an der Außenseite Evander Holyfield vor Sakura Sasi und am Schluss Double Blue. 20:04 die flotte zweite Zwischenzeit, das Bild derzeit unverändert, es geht bereits auf den Schlusskilometer. Die Führung bei Perez Kibitzhof, an der Außenseite bemüht sich Florenz Was, Willi Zwingmann und Dr. Monika Bayer auf den besseren Positionen. Dahinter die 3 Holy Victory mit Peter Bruckner, außen Herculano mit Kurt Woger, gefolgt von Wilhelm Diamant mit Klaus Weimann, außen Evander Holyfield mit Dr. Uwe Halbring, dahinter Sakura Sasi mit Henning Schulz. So geht es letztmals durch den Pferdewetten. E-Bogen. Die letzte Checksgerade wird nun erreicht. Ein Fehler von Evander Holyfield. Mitte gegenüber macht Florenzo Ass Druck auf Perez Kibitzhof, Willi Zwingmann und Dr. Monika Bayer. Dahinter orientiert sich Herculano nach außen, gefolgt von Holy Victory. So geht es auch in den Schlussbogen. 18:06 die nächste Zwischenzeit. Im Schlussbogen
Weiterhin Perez Kivitzov unter Druck von Florenzo Ass. Dahinter kommt Sakura Sasi besser ins Bild. Auf der Zielgeraden Perez Kivitzov, Florenzo Ass. Perez Kivitzov, Florenzo Ass und außen Sakura Sasi. Perez Kivitzov und Sakura Sasi. Henning Schulz kommt noch auf den letzten Metern, aber ich denke, es reicht für Perez Kivitzov vor Sakura Sasi und Florenz Wass durch die Todesspur auf den dritten Rang.